Guten Tag, liebe Leute, und willkommen zu dem zweiten Video hier aus dem wunderschönen Los Angeles mit unserem wunderschönen Ford Mustang. Ja, wir sind jetzt heute auf dem Weg mal Richtung Downtown. Da gibt es schon einige Werbeflächen wegen der E3 und da wollten wir mal ein bisschen gucken und auch die Hochhäuser, den Maybank Tower zum Beispiel. Ja, und jetzt geht es ein bisschen los. Gestern war hier so viel los im Parkhaus, unfassbar. Wenn euch das letzte Video gefallen hat oder ihr es noch nicht gesehen habt, dann klickt mal unbedingt die Videobeschreibung an, da ist das verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn ihr reinschaut und ich würde mal sagen, wir machen uns jetzt auf den Weg. Freunde der Nacht, wir sind jetzt hier im wunderschönen LA Downtown angekommen und ich habe jetzt das erste Mal das Gefühl, dass ich in einer Großstadt bin. Ich war noch nie in Downtown Los Angeles und dieses Gebäude hinten, was ihr gerade nur von der Seite sehen könnt, hat etwas ganz Besonderes. Ich zeige euch das mal. Wir verdrehen jetzt noch einmal und fahren daran vorbei. Aber von Hollywood nach Downtown braucht man gar nicht so lange. Das sind, glaube ich, 18 Kilometer, 17 Kilometer, irgendwie sowas. Und da waren wir jetzt mit Stau, wie lange waren wir unterwegs? Halbe Stunde, ja, mit Stau, also ohne, also was es in LA nicht gibt, länger, weniger meist. So, ich zeige euch jetzt mal, weil da ist was Geiles und jeder, der so ein bisschen die E3 immer verfolgt, der kennt das wahrscheinlich. So, jetzt sind wir in Downtown angekommen. Bevor ich euch ein bisschen Downtown zeige, links von uns, das zeige ich euch gleich, da findet die Xbox Pressekonferenz statt. Aber hier, das ist sehr, sehr bekannt, ja, da sieht man auch Fallout 76. Und bei diesem Hotel werden immer jedes Jahr zur E3 irgendwelche Artwork von Spielen an die Wand geheftet, ja. Und dann kann man sich das angucken und ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht mega geil aus. Ich glaube, es gab es damals auch mit GTA 5, ich bin mir aber nicht sicher, mit GTA 5 oder GTA 4. Auf jeden Fall verrückt, wie Los Angeles die E3 zelebriert. Ich finde es mega. Wenn wir in Hollywood sind, finden wir sehr viel von EA, EA Play, weil da findet ja die EA Play statt. Und hier sind die ganzen Konferenzen dann. Wenn wir da runter gucken einmal, da hier den Gang runter, da gehen wir gleich mal hin den Weg runter, da findet man die Xbox Pressekonferenz und die ist in den nächsten Tagen, die werden wir leider nicht mitmachen können, genau wie Sony. Da sind wir schon wieder auf dem Flieger Richtung Deutschland. Aber ja, ist ziemlich cool. Ich war noch nie in LA, noch nie in Downtown in LA, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es mega. Ja, also hier habe ich richtig mal das Gefühl einer Großstadt. Wieder hatte ich zuletzt in New York. Das Lustige ist, Leute, in Amerika kann man für alles verklagt werden, ihr wisst es ja. Und deswegen gibt es an den Ampeln sogar Anzeigen, wie man am besten über die Ampel laufen muss. Ja? Wir müssen auf Fahrzeuge achten, dann warten, da läuft ein Timer und dann dürfen wir, wenn das hier kommt, don't cross, ja. Aber wenn wir rübergehen möchten, dann müssen wir diesen Button hier drücken. Das ist ja bescheuert, also ist ja logisch. Ich glaube, dieses Gebäude dürfte dem einen oder anderen aufmerksamen Zuschauer auch bekannt vorkommen. In diesem Gebäude haben wir uns damals in GTA 5 auf der PlayStation 3 ein Apartment geholt, ja, in GTA Online. Ziemlich geil, also das ist alles mal selber zu sehen. Mega, also das ist das Gebäude. Ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich ja dran. Das Beeindruckende ist auch jedoch, ich finde, obwohl es so eine große Stadt ist und vor allem Downtown, findet man relativ wenig Fußgänger auf den Straßen, vor allem wenn man in so Seitengassen geht oder sowas, sieht man sehr, sehr, sehr wenig Menschen, weil alle machen was hier mit dem Auto. Hinter uns findet die Pressekonferenz von Microsoft statt in diesem Gebäude, das ist das Microsoft Theater. Und hier ist schon wieder irgend so eine fette Veranstaltung, ich habe keine Ahnung, was die wieder hier machen. Hier sitzen wieder überall Leute, ja, und es ist wieder irgendwas. Mal gucken, ob Josh Clooney gleich wieder hier auftaucht. Wenn ihr den letzten Vlog nicht gesehen habt, guckt mal rein. Ich hoffe für euch immer, dass das mit dem Wind cool ist, aber keine Ahnung, was hier abgeht. LA Live ist hier. Irgendwas mit Grammy steht da. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Schaut mal. So, und da hinten ist das Stable Center, Leute. Ja, da war auch unter anderem damals die Beerdigung oder diese Feier von Michael Jackson. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Beim Stable Center, da drin. Günstiges Parken, Leute. Wir haben jetzt 37 Minuten, standen wir hier und müssen jetzt $10 bezahlen in Downtown. Hier, die Preise. Jo, günstig. Rein da mit den Scheinen, lecker und der nächste. Aber ich muss dazu sagen, wir sind an einem Parkplatz vorbeigelaufen, der irgendwie pro Stunde nur $2,50 kostet. Warum sind wir dann jetzt hier? Weil wir den nicht gesehen haben. So, da willst du einfach mal um Hilfe fragen, weil du nicht an das Ding kommst und die haut einfach ab. Okay, jetzt raus hier und... Jo, das ist LA, Leute. Schön wieder am Stehen. Vor allem mitten in Downtown. Freunde, wir sind gerade anscheinend in irgendeinem spanischen oder mexikanischen Teil von Los Angeles. Hier sieht es aus. Ja, irgendwie ist es krass, das zu sehen. Schon krass, diese Grenzen hier in der Stadt. Also vor allem, wenn du vom Flughafen Los Angeles International Airport Richtung Hollywood fährst, du siehst so, irgendwann kommt so wie so eine Linie, dann sind alles solche Häuser, die ziemlich hochwertig sind, ne? Luxuriös und alles davor überliegt dann Müll, Dreck auf den Straßen und so. Es ist schon ziemlich krass, wie man diesen Kontrast zwischen den Schichten hier in dieser Stadt sieht. Aber naja, so ist das nun mal. Und wenn man sich das hier anguckt, hier sind solche Markets mitten auf der Straße, überliegt Dreck und so. Aber es ist halt eine Großstadt.
wie viele Leute leben in Los Angeles? Was haben wir letztens gelesen? Ich weiß, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Aber ja, verrückt auf jeden Fall. Wir sind jetzt aus Downtown raus, wieder Richtung Hollywood gefahren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen froh, weil in Downtown zwischen ganzen Hochhäusern ist so die Hitze gestaut. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich stehe gerade im absoluten Halteverbot. Ich hoffe, dass einfach keiner kommt. Aber da drüben, ja, ist EA Play. Und da werden jetzt Tickets geholt. Die Alex, die Tanja und der Kevin, die müssen jetzt Tickets da holen, weil ich habe ja mein Bett schon. Und dann dürfen die da morgen mit rein. Nicht zur Pressekonferenz. Aber da findet morgen alles statt. Ja, ich wollte noch was sagen. Der Trip wäre ohne Electronic Arts, also die haben mir die Reise und das Hotel bezahlt. Wäre das gar nicht möglich gewesen und natürlich die Zugänge. Also vielen, vielen Dank an EA dafür. Das ist mega nett. Und ist auch ein Hammer, ja, der Leihwagen gehört nicht dazu, den haben wir selber gemietet, aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank und da muss man sich bei EA auch bedanken dafür, dass so coole Vlogs dafür entstehen. Ja, und wir gucken jetzt mal, ne, dass wir da ganz schnell reinkommen und weil es ist super heiß, oder? Ihr könnt euch das nicht vorstellen, bei euch in Deutschland ist gerade 11:30 und ich schwitze mir den Arsch ab. Wir haben hier gerade 14:39 Uhr, ja. Leute, es ist so hell, ich kann kaum meine Augen aufhalten, weil ich habe meine Sonnenbrille im Auto gelassen. Wir haben das jetzt hier in so eine Tiefgarage gefahren und da kam ein Asiate und hat gesagt, er parkt das Auto für uns. Ich glaube, dieses Auto werden wir niemals wiedersehen, Kevin. Ja gut, ist ja aber Kevins Kreditkarte. Also. So, wir müssen jetzt nochmal zu EA Play, weil wir unsere Badges abholen müssen. Also ein Traum wie wahr. Mal wieder anstellen in der prallen Hitze. Ja! So, wir haben das Auto wieder gekriegt, Leute. Ja, mussten aber wieder Trinkgeld blechen. Ja, Parkgebühren waren 3,50. 3 Euro Trinkgeld, Dollar Trinkgeld. Also hat sich voll gelohnt, ey. Leute, wir haben noch so einen Süßigkeitenladen gefunden. Ja, den wollte ich euch noch zeigen. Guck mal, hier gibt es Schokolade. Ja, mit Diktator Trump. Und da drauf steht Milk Chocolate with Golden Shower Caramel and Peanuts. Die mögen ihren Präsidenten hier sehr, oder? Shithole, auch sehr gut. Und hier gibt es alles voller Süßigkeiten. Guck mal, alles voll hier. Siehst du? Kannst zum Beispiel hier Hello Kitty, hier gibt es alles. Alles, was du willst. Kannst sogar deine eigene Schokolade hier kreieren lassen. Sweet heißt der Laden mit Ausrufezeichen. Ihm gefällt es ja auch. Was gibt's da, Kevin? Super Mario. Bild. Boah, guck mal. Kannst du kaufen. Mhm. 50 Dollar. Aber Leute, guck mal hier. Guck das mal an. Wisst ihr, wem das gefällt? Peter Maffay. Nicht? Was in einem Süßigkeitenladen natürlich auch nicht fehlen darf, ist ein wunderschönes Cabrio. Warum auch immer dieses Auto hier steht, oder hier gibt es auch noch Masken. Guck mal. Ja, das sind Rucksäcke, Leute. Jetzt beim besten Willen, wer trägt denn so einen Rucksack? Also, oder so ein Kleid. Hä, warum? Oh yeah, Leute, lecker. Mmh. So, Süßigkeiten sind drin. Leute, und das ist der heilige Weg, der gestern auch Josh Clooney gegangen ist. Hier, guck mal. Oh. Und so sieht das dann aus. Hier werden dann immer, hier ist der heilige Gang der Oscars, ja. Hier gehen die ganzen Schauspieler mal hoch und hinter uns dann ins Dolby Theater. Da, hier ist es. Wisst ihr, was toll in Los Angeles ist? Das Licht, wenn es dunkel wird. Guckt euch mal an. Oh, deswegen haben auch sehr viele Filmstudios hier tatsächlich ihre Filmstudios hingebaut, ne? Weil das Licht hier so mega schön ist. Aber ich finde, muss ganz ehrlich sagen, umso später es wird, umso mehr wird der Walk of Fame irgendwie. Ich weiß nicht, laufen immer mehr komische Gestalten hier rum und es riecht hier überall nach Marihuana, ne? Boah. Ey, ganz ehrlich, Leute, ne? Wie kann man diesen Geruch geil finden? Keine Ahnung. Boah, guckt mal, wie schön das hier aussieht jetzt. Ui. Guten Morgen, Leute. Einen Tag später, ja, und jetzt müssen wir mit diesem Reisebus hier ins wunderschöne Hollywood fahren. Da sind wir ja sowieso schon. Aber zum Hollywood Palladium und dort fahren wir dann direkt schnurstracks aus Battlefield. Kannst du mal eine Datenschutzerklärung sehen? Also das, Fabian Siegesmund, ne? Datenschutzerklärung. Wenn Sie mal aufhören, sich hier... Jetzt sind wir angekommen bei EA Play und so sieht's aus. Und den kennt ihr doch jetzt schön anziehen, der den braun auf. Der ist ja gar nicht mehr braun hier. Nur rot? Ja, nur rot, Alter. Oh. Aber komplett so. Ja, und jetzt gehen wir da rein. Ja, wir haben uns schon registriert und wir haben auch so einen Plan, das steht drauf, was wir alles hier machen können. Mal gucken. Wir sind drin, Leute, so sieht's aus. Ja, EA Play, Open Air. Und hier gibt es so eine Station, wo man dann spielen kann. Ist so ein bisschen wie auf der Gamescom, nur Mini. Da seht ihr auch Container mit Star Wars Battlefront 2 drauf. Und hier EA Sports, FIFA 19 ist unter anderem auch hier. Und da ist eine Bühne, ja, EA Play. Also hier können ganz normale Leute hinkommen in LA, die hier Bock haben, sich die neuesten Games von EA anzugucken. Also ziemlich cool. Ich bin sehr, sehr gespannt. Jetzt gleich gibt es die Pressekonferenz. Da gehen wir auf jeden Fall hin. Und dann schauen wir mal.
Ne? Kennt ihr den hier, Leute? Da ist er wieder. Der Fladi. Ich bin wieder zurück. Diesmal ohne Fläche. Ist ja verrückt. Und guck mal da, Leute. Da ist mein... Wenn jemand Beatboxen kann, dann er. Komm, mach mal. Nee, du musst den Battlefield-Slogan machen hier, die Musik. Bam, 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 bam. Position rennen aus, ja, bei der EA Play. Alles recht, obwohl es vielleicht gezockt werden kann. Und hier kann auch aufgenommen werden. Man sieht schon überall, egal wie viel du wächst. Ja, und hier findet gleich die Pressekonferenz statt. Ich bin ziemlich gespannt. Wir müssen noch eine Stunde warten. Problem ist nur, wir sitzen alle irgendwie auseinander. Nicht so cool, aber egal. So, wir müssen alle hier ziemlich eng aufeinander sitzen. Ja, aber gleich geht das los. Wir haben noch 50 Minuten. Und so sieht's aus. Guck mal, hallo. Kann ich mal Ihre Datenschutzerklärung sehen? Erzählen Sie doch mal, was machen wir denn heute hier? Wir schauen uns jetzt hier EA, die Pressekonferenz, an. Und worauf freust du dich am meisten? Für den FIFA 5 natürlich, denn das können wir danach auch... Was? FIFA? FIFA 19? Ich muss mich wieder hinsetzen. We want to know how customization actually works. We want to know more about our take on the Second World War. Guckt euch das mal an. Ausgegeben von ihm hier. Das heißt, jetzt immer, wenn ihr streamt, gibt er dem alle 1 Euro, okay? Weil der Burger hat $20 gekostet. Wir zahlen ihm da zurück. Nicht ich, sondern ihr. Die Pressekonferenz ist vorbei und ich muss sagen, ja, war okay. Also ich hätte mir ein bisschen mehr zu Battlefield 5 erwartet. Battle Royale wurde jetzt angekündigt. Weiß ich nicht, Ende des Jahres sollen wir dazu mehr kriegen. FIFA 18 hat jetzt die Champions League, war auch zu erwarten. Aber was geil ist, Star Wars Battlefront 2 bekommt endlich die Clone Wars mit General Grievous, Anakin Skywalker, Count Dooku und Obi-Wan Kenobi und den Planet Geonosis. Ja, das soll die größte Map sein, die es überhaupt gibt. Ich bin ziemlich gespannt drauf. Ja, und Battlefield 5 dürfen wir jetzt hier gleich capturen. Ja, das Material seht ihr ja schon. Ihr wollt das ja sehen, ne? Ihr wollt ja sehen, wie ich spiele. Und ich bin ja sowieso ein Profi in Battlefield, ihr wisst es ja. Aber die Pressekonferenz muss ich sagen, ja, ich hätte mir mehr zu Battlefield 5 gewünscht und zu Star Wars. Da wurde zu dem Game von Respawn relativ wenig gesagt. Ja, aber so sieht das jetzt hier aus. Nö. Und dann capturet man einfach hier und hat so eine wunderschöne Aussicht. Freunde, es geht jetzt los. Ich habe gerade schon eine Runde spielen dürfen. Seht schon das coole Interface. Und Gameplay gibt es natürlich auch auf meinem Channel. Wenn das Spiel rauskommt, machen wir natürlich einen fetten Stream, wenn eine Beta oder eine Alpha kommt. Ich habe mega Bock drauf. Und ich habe gerade, wie gesagt, schon gespielt. Ich finde, es gibt sehr viele Sachen, die anders sind. Das erkläre ich euch aber in dem Video von Battlefield, beziehungsweise gleich hier. In diesem Video geht es ja einfach darum, um das ganze Event an sich. Wir bekommen jetzt gerade noch ein paar kleine Einleitungen, wie das alles hier funktioniert. Und die Game Changer sitzen schon alle. Ja, ihr seht. Alle haben Zocken hier, alle wollen jetzt loslegen. Wir haben jetzt versucht aufzunehmen hier an den Stationen. Wir hatten 3 Stunden Zeit, 3 Stunden. Und es hat überhaupt nicht wirklich funktioniert. Wir haben jetzt eine Runde aufnehmen können. Ich hoffe, dass ich daraus ein Video machen kann, weil das Problem ist, dass Shadowplay Probleme gemacht hat. Dann gab es Probleme mit dem Spiel, dann wieder Shadowplay. Wenn du rausgetappt hast, ging nichts mehr. Mega übelster Abfuck, ja, weil ich meine, eigentlich sind wir nach LA geflogen, um Battlefield aufnehmen zu können. Und jetzt hoffe ich, dass ich wenigstens ein Gameplay-Video machen kann. Ich weiß nicht, was hier los ist. Dann wurde gesagt, wir dürfen eine halbe Stunde länger, jetzt doch nicht. Ach, es ist ein Hickhack. Egal. Auf jeden Fall, ich versuche da eine Folge rauszumachen, Leute, zu Battlefield 5. Eigentlich wollte ich mehrere Videos machen. Ich habe auch mehrere Sachen aufgenommen. Ich hatte dann irgendwann Fragmente in meinem Video. Aber das betrifft alle, die hier waren. Also aus der deutschen Riege, der Fabian und so weiter hatten das auch. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da los war. Pech. Aber naja, wie gesagt, vielleicht gibt es ja eine Folge, die muss ich hier noch nachkommentieren. Aber ja, es gibt so ein Q&A mit den Entwicklern von Battlefield, die werden jetzt Fragen beantworten. Und ich schwinge mich jetzt mal raus in die frische Luft, guck mal, was beim Fanfest noch geht. Und dann mache ich mich auf den Weg Richtung Hotel. So, das EA Fanfest füllt sich langsam. Ja, es sind alles Leute da, die jetzt hier aus Los Angeles oder Umgebung kommen. Die können jetzt einfach vorbeikommen und eine Runde zocken. Ja? Und es ist schon jetzt voller geworden. Also Einlass ist auch schon jetzt da. Man kann Sims spielen, FIFA 19 gibt es hier. Dann Command & Conquer, das Mobile Game, Battlefield 5, Star Wars Battlefront, die Han Solo Season. Also einiges am Start hier. Ja, aber wir gehen jetzt wieder zurück zum Hotel und wollen dann noch einen schönen Aussichtspunkt genießen. Ich zeige euch gleich mal. Ich muss aber sagen, dass ich froh bin, wenn Battlefield, wenn ich zu Hause zocken kann. Es ist bei Events immer cool, aber zu Hause aufnehmen ist immer noch am spannendsten. Ne? Kevin, wie fandst du denn das Event? Erzähl mal, du hast ja FIFA 19 gespielt. Ne? Ich habe FIFA 19 gespielt, ja.
Aber vor allem habe ich einen Pokal mit dem Champions League Pokal gemacht. Ich habe ein Foto mit dem Champions League Pokal gemacht. Hör auf, es ist heiß jetzt. Und dein Eindruck von FIFA 19? Ist cool. Also, ich habe ja immer davon geträumt, so mal die Champions League Hymne zu hören, wenn man so bei FIFA 19 reinläuft. Also, das ist schon. Wie geht die denn? Was? Wie geht die denn? Also im Stadion klingt das natürlich epischer, weil man da so ein bisschen Hall hinter hat, aber ja. Ist cool. Also ich bin gespannt. Vielleicht können wir ja irgendwann mal ein Match machen, Mann. Ist hier ein großer Unterschied zwischen FIFA 18 und FIFA 19 aufgefallen? Ich habe halt ein Match gespielt, also da kannst du jetzt halt nicht so viel erkennen. Was mir aufgefallen ist, ist halt, dass die Gesichter ein bisschen lebhafter geworden sind. Aber das sage ich jedes Jahr. So, da fehlt doch immer noch ein Stückchen, also muss man halt abwarten. Aber Champions League an sich, also nicht nur Champions League, Europa League gibt es ja auch und den Supercup. Also alle UEFA-Pokale. Die man im Vereinsbereich gewinnen kann, kann man da spielen. Freust du dich denn drauf? Ja, sicher. Richtig. Ja. Dann mach mal Curry Kaufempfehlungsgesicht. Wie Kaufempfehlungsgesicht? Ja, wenn du sagen würdest, kauf durch das Spiel, wie würde das aussehen? Kauf durch das Spiel. Freunde, wir sind jetzt mit dem Ford Mustang, ja, mit unserem Wagen nochmal hier hochgefahren. Es ist jetzt sehr, sehr spät bei euch in Deutschland, 6 Uhr morgens gerade, bei uns so 20 Uhr, und guckt euch diese Aussicht mal an. So, zur Erklärung, da wo ihr diese Scheinwerfer gerade seht, da ist der Hollywood Bowl und da findet heute Abend anscheinend eine Veranstaltung statt, irgendwas mit Playboy, also eigentlich müsste ich dahin, ja, und da hinten ist Downtown und hier Hollywood und das sieht halt mega krass aus, weil du kannst halt mega in die Weitsicht gucken. Also wir werden morgen zum Observatorium mal gehen und dann mal gucken. Also bei Sonnenuntergang, aber es ist ein Traum. Somit endet für mich heute ein weiterer Tag hier aus Los Angeles. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ein bisschen von der EA Play zu sehen. Ja, es hat mega Spaß gemacht. Wir werden noch einen Vlog machen, der gibt es dann nächstes Mal. Da gehen wir noch aufs Observatorium, wir fahren noch ein bisschen mit dem Mustang. Und wir gehen vielleicht nochmal aufs EA Play Gelände, den gibt es dann als nächstes. Und dann war es das schon mit unserem Trip hier im wunderschönen Los Angeles. Ich muss eine Sache sehr positiv hervorheben. Es ist, man fühlt sich ja relativ sicher. Es ist sehr, sehr besonders, was für Leute man trifft. Vor allem, wenn man den Hollywood Walk of Fame langläuft. Was ich mega negativ hervorheben muss, hier was Los Angeles betrifft, ist, ich habe ja nichts dagegen, wenn Leute Marihuana rauchen oder so. Ja. Kann jeder machen, was er will, ich brauche es nicht. Aber was ich persönlich ziemlich nervig finde, dieser Geruch, der überall auftaucht. Ja, und es ist sehr unangenehm, wenn es jemand vor dir rumläuft und sich dann durchsmokt, weil du kannst einfach gar nicht richtig irgendwie atmen oder so. Und leider ist das in Kalifornien so, also ich sage leider mit Absicht, in Kalifornien so, dass es legalisiert ist. Und man riecht es halt an jeder Ecke. Also ich weiß nicht, wie man das gut finden kann, wenn ich da ganz ehrlich bin, dieser Geruch. Ja. Aber was auch noch positiv sein muss, hervorheben muss, ist die EA Play selber, war mega cool. Auch wenn wir Probleme mit dem Catchern hatten, eventuell habe ich dann eine Möglichkeit, um das doch noch zu machen. Mal schauen. Aber ja, ich finde es cool, dass es so ein Fanfest gibt. Ich bedanke mich nochmal bei EA für die Einladung, weil ohne EA wäre ich jetzt nicht hier. Ohne EA würde ich euch das nicht alles zeigen können. Und das muss man ja auch mal positiv hervorheben. Was unbedingt wichtig ist, ich habe für den Trip kein Geld bekommen, sondern nur das Hotel und die Anreise. Nicht, dass Leute irgendwie sagen, dass meine Meinung käuflich ist oder so. Ja, das war es eigentlich. Ne? Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da und checkt die anderen Vlogs aus, die hier empfohlen werden. Und ich sage dann bis zum nächsten Vlog. Tschüss und checkt den Vlog vom letzten Mal ab.